Willkommen zurück bei The Witcher. So. Labern wir ihn mal an. Ja? Guten Tag, ich habe die Dokumente. Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Wer ist Code? Später zurückkommen. Okay. Alles klar. Du hast mich voll abserviert. Später wieder kommen. Machen wir das. Da können wir nebenher eine kleine Quest machen. Der Hundevertrag. Belohnung. Genau. Holen wir mal die Belohnung. Aber bevor ich das mache, würde ich hier erstmal eine Runde pennen, weil ich habe keinen Bock darauf rumzugammeln. Ein berühmter Ungeheuertöter beehrt mein bescheidenes Gasthaus. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Natürlich. Ich brauche Ruhe, habt ihr ein Zimmer? Halt, erstmal brauche ich einen Rucksack, genau. Leute, die ganze Scheiße da reinmachen, die ich brauche. Wolfspelz war da, Feuerstein habe ich anmaßt, dann die komischen Abzeichen. Brauche ich ja auch nicht direkt, das Zeug kann ich mal verticken. Da noch was an Feuerstein halt. Ich glaube, die brauche ich zum mal ein Feuer anmachen, nehme ich mal die 5. Nehme ich mal lieber mit. Okay, dann der komische Zahn oder was das sein soll. Gut, ich glaube, das war's eigentlich. Da stimmen wir mal noch mit. Bisschen Platz haben wir jetzt. Okay, was ist denn das? Bereits gelesen. Kann man das wegwerfen? Wieso geht das nicht? Formel, die habe ich noch nicht gelesen. Dann mache ich auch mal noch mit rein. Ja, das Zeug haben wir alles gelesen. Das kann ich alles mal verdicken. Lassen wir mal drin. Ein Silbertalent. Sehr gut. Nochmal bitte. Ja. Kann ich. Alles schon bekannt. Klatschen wir das ins Inventar. Und jetzt würde ich gern pennen. Kann ich. Ich brauche. Ja. Gut. Bis zum nächsten Morgen. Oh, ist es hell. Na, es geht doch. So, raus da. Ab zum Totengräber. War ja klar, es regnet. Wie immer. So. Also passt auf, was ihr sagt. Boah, ist das Wetter scheiße, ey. Flötenspieler. Die sind Flutes über uns gekommen. Ja, das kannst du laut sagen, ey. Wann pisst hier eigentlich mal nicht? Ist mal die Frage, ne? Weil eigentlich pisst ja hier immer. Also hier möchte ich nicht wohnen, ey. Voll der Scheißort. Und rein da. Tempelbezirk. Hey, hier pisst nicht mehr. Das ist ja geil. Oh Mann, so eine Scheiße. Cool. Also, dann fühle ich mich hier ein bisschen wohler. So. Ey, sag mal. Warum nochmal der Weg? Ah!
Da vorne links, dann wieder links und dann sind wir ja schon dort. Also. Meine alten Knochen. Es heißt die Rüstung von Jack der Altersberg. So, ah, genau, der war hinten bei der komischen Burg. Genau. Ja, das ist aber richtig. Schön trainieren, Jungs. So macht ihr es richtig. Ich komme nachher nochmal und gucke, ob ihr es auch immer noch richtig macht. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht hier. So, hallo. Asche zu Asche. Ja. Was braucht ihr? Ey, du siehst aus wie so ein Penner, echt. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Ich habe 6 Töpfe. Hundefett. Ne, halt mal. Soweit ich weiß, braucht ihr 6 Töpfe Hundefett. Soweit ich weiß, braucht ihr 6 Töpfe Hundefett. Ich will so viele von den Kötern loswerden wie möglich. Bringt mir das Fett als Beweis. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Jetzt hier. Ich habe 6 Töpfe Hundefett. Ich benutze das Fett für meine Särge. Hier ist euer Lohn. Ist der Friedhof immer noch geschlossen? Der wurde kürzlich wieder geöffnet. Doch seid wachsam. Ungeheuer? Ganze Scharen. Prima. Super. Ich habe die Belohnung für den Hundetag bekommen. Na also, geht doch. Jetzt gehen wir... Sollen wir jetzt mal wieder zu dem Vogel gehen? Oder meint ihr, dass es jetzt hier... Später. Weil es könnte auch irgendwie eine Zeit dran stehen. Da, hier gibt's nochmal eine Belohnung. Komm, da holen wir gerade nochmal die Belohnung ab. Dazu müssen wir sowieso nochmal ins Händlerviertel, so wie es aussieht. Ah, keine Pause machen. Los, weiter geht's. Ich muss euch mal Manieren beibringen, glaube ich. Überflüssiges Gefasel. Kaufmann, toll, jetzt habe ich alles bei dem Depp abgegeben. Ganz Bücher und so. Ja gut, das können wir noch später machen. Da ist Zoltan, mein Freund. Der Zoltan, der Mini-Zwerg. Verpiss dich, genau. Drücken weg. Okay, da regnet es bestimmt wieder. Und, habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ich habe recht, jawohl, nach dem Bauern fängt es an mit Pissen. Wie geil ist das denn? Ich habe diesen so. Wo ist denn jetzt der Arsch, wo ich meine Belohnung bekomme? Nicht überhaupt richtig. Da oben lang, oder? Es wird durchregnen bis morgen früh. Ja. Ah, ne, halt. Da vorne entlang. Vergesst eure Stellung nicht. Hier bin ich doch irgendwo richtig, oder? Muss ich da jetzt ums Gebäude rum? Oder ist es da drin? Ist da drin, oder? Ah! Ein Rathaus. War ich da schon mal? Aha. Und wer hat jetzt für mich hier die Belohnung?
Wer Kaminsteuer, Brandsteuer? Die garantiert nicht. Was denn da? Hoffentlich habe ich noch genug. Hier sind nur Rentner drin. Adliger, Schreiber. Der hier? Ja? Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr 5 Gorgofedern? Gewiss. Gewiss? Danke, jetzt unterschreibt die Quittung. Der nächste. Das war's schon. Diese Bürokratie beweist, unser Monarch. Wie jetzt? Das war's. 200 Euro zu halten für den Scheiß, oder was? Welche Stufe gestiegen? Jetzt gehen wir erstmal zum Wirt. Ja, wo ist er? Ja. Ich weiß nicht mal, wie ich scheiß. Ach, ich muss einfach nur zu dem anderen Arsch wieder gehen. Halt. So. Genau. Ach, da war die Kneipe, genau. Die dritte hier runter an dem komischen Brunnen. Ah, genau. Da sind wir richtig. Mein Garten ist schon gegossen. Dieses Wetter ist deprimierend. Komm, macht euch mal vom Acker, ich muss hier rein. Ich möchte raus aus dieser Stadt. So, jetzt muss ich erstmal ein Zimmer mieten, mal wieder. Wo ist er denn? Hey, der wird echt noch reich durch ein mich. Berühmter Ungeheuertöter beehrt mein bescheidenes Gasthaus. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja. Ich brauche Ruhe. Habt ihr ein Zimmer? Ja, 5 Orens. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Talente verteilen. Und ich weiß auch schon, wie ich das machen werde, weil... Ich möchte natürlich ein bisschen stärker werden, gerade Stahlschwert und so. Da haben wir noch ein Silber. Ich möchte aber Kupfer nicht verteilen, was können wir denn noch machen? Schaden plus, genau sowas. Schaden plus 25%, nehmen wir einmal rein. Dann Schmerz plus 40%. Das ist natürlich auch gut. Gruppen sollte ich noch ein bisschen ausbauen. Stolpern 1, Niederschlag. Plus 20%, auch perfekt. So, dann hätten wir das mal weg. Bluten plus 20, dann nehmen wir das auch noch. Raschen mal bis zum nächsten Morgen 22 Stunden, würde ich mal sagen. Dann wird ja wohl das komische Zettel da bei seinem komischen Schlossknacker erledigt haben, oder was auch immer der da machen wollte. Na komm. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei Leuwaden im nächsten Part. Bis dann. Ciao.